Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und wir schauen uns heute ein Skin- bzw. Dinosaurier-Paket von Camp Kreidezeit an. Und hier haben wir direkt auch schon den ersten Kandidaten, nämlich ist das Toro. Dieser kommt als neuer Skin für den Carnotaurus ins Spiel. Der überschreibt auch keinen der alten, der wird hinzugefügt, so wie alles von dieser Mod. Also es wird alles hinzugefügt und überschreibt nichts, was bereits im Spiel vorhanden ist. Vom Skin her kommt er schon sehr, sehr nah an den aus der Originalserie ran. Allerdings müsst ihr halt immer bedenken, dass die Screenshots aus der Serie auch immer unterschiedliche Lichtverhältnisse haben und dadurch die Sachen natürlich ein bisschen variieren können. Aber so alles im Allen, ich habe die Serie auch geschaut, finde ich, ist der schon sehr, sehr gut gelungen. Von den Farben und sowas her. Also gefällt mir richtig gut. Dafür gibt es übrigens auch so ein Spezies-Profile-Bild. Und da könnt ihr das dann auch sehen. Drei neue Skins gibt es dafür. Es gibt nämlich den normalen Toro, dann den mit der Narbe im Gesicht und noch den verbrannten Toro. Die Skins für Toro findet ihr ganz normal unter dem Carnotaurus in dem Genom. Und dann bei den optischen Veränderungen. Da haben wir dann einmal hier unten, die drei Stück sind das. Das Toro-Pattern, dann einmal das mit der Narbe. Und den Dämmen-Toro, den verbrannten. Die Bilder wurden auch angepasst, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Ziemlich cool, dass man hier direkt Vorschaubilder hat. Das wurde hier gar nicht angepasst beim Originalspiel. Es wäre halt echt cool gewesen, wenn man wirklich sehen würde, wie die Dinos vorher aussehen. Das ist ja immer so ein bisschen Glückssache. Kann sich ja immer nur so auf diese vier Farben ein bisschen verlassen. Hat die Mod schon wieder dem Originalspiel ein bisschen was voraus. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt mal direkt den mit der Narbe frei. Der sollte an sich nicht anders aussehen als der normale, außer halt die Narbe im Gesicht. Ich finde den Carnotaurus ja ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, da hat er die Narbe. Rechts im Gesicht, schön an der Nase. Wenn das Licht gleich drauf scheint, können wir das auch nochmal vergleichen mit einem Bild aus der Serie. Die ist ja irgendwann verheilt, aber die hatte er sehr, sehr lange, die Narbe. Und jetzt könnt ihr das Ganze nochmal gut im Licht erkennen. Und ich muss sagen, das sieht richtig, richtig gut aus. Die wurde da richtig reinmodelliert. Das ist nicht nur der Skin, der sich ändert, sondern das geht wirklich tief in die Haut. Sieht richtig nice aus. Bis hier vorne auf die Nase. Und ich würde auch sagen, wir können jetzt mal eben schnell ein Vergleichsbild einblenden. Dann seht ihr mal den Toro aus der Serie. Auch auf der richtigen Seite die Narbe. Und auch von der Form sieht die richtig original aus. Oh, ich sehe da kaum Unterschiede. Also es ist ziemlich perfekt. Da sind die beiden. Die Toro-Zwillinge treffen aufeinander. Kommt jetzt aber noch ein dritter dazu. Der ist ja kurzer Spoiler. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt am besten ab. Aber der Carnotaurus Toro ist ja am Ende der Staffel 1 verbrannt und hat das Ganze aber überlebt und kam dann als Dämonen-Torosaurus wieder in verbrannt. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alles verbrannt war, außer die Hälfte des Schweifes am Ende. Und ich bin gespannt, ob das bei dieser Mod auch beachtet wurde. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Das wäre cool, wenn da wirklich auf solche Details Wert gelegt wurde. Und das sieht fast so aus, guck mal da. Das ist ja richtig cool. Er ist jetzt natürlich viel, viel dunkler und roter wegen der verbrannten Haut. Und hier hinten ist es noch Normalfarben vom Schweif. Also selbst dieses Detail wurde beachtet. Nicht schlecht. Die Narbe müsste jetzt auch verheilt sein. Ah ne, die ist noch da, die Narbe. Ich dachte eigentlich, die wäre verheilt irgendwann. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Falls ihr da mehr Infos habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber er scheint die hier noch zu haben. Also man sieht schon ganz gut, die drei Toros scheinen sich zu verstehen. Alle glücklich und zufrieden. Aber die Narbe ist noch da. Die ist aber auch halt so ausgekohlt so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob die wieder verheilt war oder nicht. Aber ich finde es nicht schlecht. Sieht richtig cool aus optisch. Und ich finde es halt besonders cool, dass hier der Schweif noch normalfarben ist. Weil das ist das Einzige, was nicht verbrannt war bei Toro. Ich kann jetzt auch nochmal schnell ein Vergleichsbild einblenden für euch. Da sieht man das leider nicht ganz so gut, weil das Licht nicht so gut ist, weil es sehr, sehr dunkel ist in der Serie. Aber man kann ganz gut hinten am Schweif erkennen, dass der da auch noch heller ist.
Und ich finde es mega cool, dass das hier berücksichtigt wurde. Also die drei Toro-Mods gefallen mir bis jetzt mega gut. Geht jetzt nochmal fressen? Der hat doch gerade erst gefuttert. Das scheint ein sehr hungriger Toro zu sein. Ich glaube, der hat sogar noch mehr Narben im Gesicht hier. Der, nee. Wohl? Ich weiß nicht, ob es der Skin ist oder auch so Einkerbung. Nee, ist glaube ich nur der Skin. Und als nächstes haben wir den Uranosaurus aus der Serie. Auch hier wurde der Skin angepasst. Und sogar das Bild, sogar das Hauptbild, was verändert wurde. Ah, okay. Weil das ist hier der Skin. CC-Pattern heißt der. Der wurde als erster Skin ausgewählt. Deswegen wurde hier das Hauptbild angepasst. Finde ich aber ganz cool. Und das sieht schon echt so aus wie der aus der Serie. Ich kann mal eben hier das Spezies-Profile für euch einblenden. Oder Kosmetik-Profile. Finde ich cool, dass der Modder sich so viel Mühe gemacht hat. Und jetzt können wir den mal gemeinsam freilassen. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist halt jetzt nur ein Skin, der sich geändert hat. Da wurde nichts am Model oder so, glaube ich, verändert. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wobei, sieht schon anders aus als der Standard-Uran aus dem Spiel, glaube ich. Das hier vorne besonders. Ja, doch, das Model hat sich definitiv geändert. Das ist hier am Hals auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer ein Originalspiel auch so ist. Mit dem Hals, dass das so rumbackt. Das ist natürlich nicht ganz so cool dann. Auch hier mal kurz ein Vergleichsbild aus der Serie, welches leider ein bisschen dunkel ist. Deswegen kann man das nicht ganz so gut erkennen. Aber die Farben kommen, glaube ich, schon hin. Gerade hier am Kopf und hier oben auf dem Segel. Sieht, glaube ich, schon sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt hier nochmal ein Original-Urano aus dem Spiel freigelassen im Hintergrund. Und jetzt kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass da klare Unterschiede erkennbar sind. Also der Urano von der Mod wurde dem aus der Serie halt nachempfunden und auch angepasst. Gerade hier vorne am Hals sieht man das gut. Hier ist es alles viel, viel breiter und dicker. Dadurch entsteht aber leider, weil hier nicht so sauber gearbeitet wurde, ja gerade beim Trinken und beim Bewegen ein bisschen komischer Hals. Aber ich finde es trotzdem cool, dass der Modder sich so viel Mühe gemacht hat und dann auch versucht hat, die Models möglichst nah an die aus der Serie ranzubringen. Ja, und Toro gönnt sich auch gleich. Der Killer und im Hintergrund nochmal. Das ging jetzt aber fix. Kurzen Prozess gemacht. Und als nächstes kommen wir zu einem weiteren Fleischfresser, nämlich dem Monolophosaurus. Der ist hier mit einem sehr coolen Bild. Kommt übrigens als neue Spezies ins Spiel, weil den gibt es so in Jurassic World Evolution 1 nicht. Aber dafür habe ich dann auch ein Spezies-Profil für euch. Und dann seht ihr auch gleich, dass es da einmal den Monolophosaurus gibt und insgesamt, glaube ich, drei verschiedene Skins, die man auch in der Serie sieht. Da können wir jetzt ja mal gucken, ob es sie wirklich gibt. Oh, da gibt es ja voll viel. Alpin, Waldland. Okay, ich denke mal, das sind dann so Standard-Skins. Also ich glaube, es gibt nur zwei Skins, die angepasst wurden. Einmal diesen hier und diesen hier. Wohl der hier auch. Also drei, glaube ich. Und die hier scheinen alle Standard zu sein. Also ich glaube, die drei wurden der Serie nachempfunden. Würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem ersten an. Lassen den gemeinsam frei. Oh, das Model sieht ja schon mal sehr cool aus. Wir hatten uns ja schon mal eine Monolophosaurus-Mod angeguckt. Aber ich muss sagen, die ist super gut geworden. Oh, was war das? Erstmal abspacken. Ja, finde ich ziemlich cool. Gerade hier die Schnauze sieht nice aus. Und auch alles sehr hochauflösend. Das hier ist Nummer 2. Eher so grünlich, bräunlich. Und Nummer 3, ein grünlicher Monolophosaurus. Ich hoffe, wir kriegen die gleich mal auf ein Bild gemeinsam. Dann können wir die nämlich auch mit denen aus der Serie vergleichen. So, perfekt. Jetzt haben wir alle drei auf einem Haufen. Und ich blende mal ein Bild für euch ein, wo man zumindest zwei von diesen drei sieht. Einmal den grünen und diesen, ja, grauen hier.
Und ich muss wirklich sagen, vom Model her sind die mega nah am Original dran und auch die Skins. Ich bin beeindruckt. Also die beiden sehen richtig nice aus. Und auch der bräunliche, den sieht man. Da habe ich jetzt leider kein Screenshot von. Aber der sieht auch super original aus. Ja, das ist echt krass. Ich finde den auch richtig cool, den Monolophosaurus, muss ich sagen. Sieht echt böse aus. Ja, Toro kann es hier kaum erwarten. Der steht schon bereit. Denn er weiß, dass der nächste ein weiterer Pflanzenfresser ist. Nämlich der Parasaurolophus. Da gibt es auch einen neuen Skin. Das müsste dieser hier sein. Nee. Gott, wie viele Skins gibt es denn hier? Okay, ich glaube, das sind alles... Nee, das sind alles normale Skins aus dem Spiel. Das ist nur der unterste. Dieser hier. Bioluminescence-Pattern. Voll falsch ausgesprochen, aber hier seht ihr schon. Das ist dieser, der in der Nacht so schön leuchtet. Und wir werden das gleich auch testen, ob der auch im Spiel so schön leuchtet. Da bin ich echt gespannt. Aber bevor ich den freilasse, blende ich auch hier nochmal das Cosmetic-Profile ein. Und jetzt können wir den mal gemeinsam freilassen. Da bin ich jetzt echt gespannt. So, den Skin anpassen. Und los geht's. Ich hoffe wirklich, dass der leuchtet im Dunkeln. Das wäre mega cool. Sieht auf jeden Fall schon mal heftig aus jetzt im Licht, die Farben. Oh, wie cool hier, die Streifen am Bein. Oh, der Parasaurolophus ist ja auch so ein toller Dino. Ah, cool, die Farben. Eigentlich müssen wir jetzt direkt Nacht machen, um das zu testen. Da führt kein Weg dran vorbei. Let's go. Oh ja, im Mondlicht leuchten die ja wirklich. Das sieht ja cool aus. Also es sieht schon so aus, als wenn die leuchten, wenn die so angestrahlt werden. Jetzt sieht man es wirklich wunderbar und ich blende auch mal ein Vergleichsbild ein. Dann könnt ihr sehen, diese Streifen, die sind halt wunderschön beleuchtet in der Serie. Und auch hier funktioniert das sogar so ein bisschen. Sieht so aus im Mondschein, als ob der richtig am Strahlen ist. Könnte natürlich noch intensiver sein, aber ich glaube, das ist nicht machbar. Ich finde es aber auch cool hier mit den Streifen am Bein, weil die hat er in der Serie auch. Ah, nice. Cooler Skin. Es ist wieder Tag und der Para lebt erstaunlicherweise immer noch. Obwohl so viele Fleischfresser hier im Gehege sind. Das ist wirklich unglaublich, dass er immer noch lebt. Aber er geht ständig in diese Animation. Als ob er gefressen wird. Ich glaube, das macht er gegen den Monolophosaurus. Aber der scheint den nicht angreifen zu können. Guck mal, schon wieder. Ganz seltsam. Falls es da eine Animation geben sollte, dann werde ich euch die auf jeden Fall zeigen. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Sonst hätten die, glaube ich, hier schon 10-mal zuschlagen können. Doch! Okay, nevermind. Da hat er zugeschlagen. Also selbst der Monolophosaurus kann hier ein Para erlegen. Das ist ja insane. War jetzt nicht die perfekteste Animation, aber fand ich ziemlich überraschend und cool, muss ich sagen. Ja, nur noch Fleischfresser hier. Wird Zeit, dass wir noch einen Pflanzenfresser ausbrüten. Und das ist der letzte für dieses Modpaket. Nämlich ist das natürlich Bumpy, der Ankylosaurus aus der Serie. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich reingehen. Denn wir müssen natürlich erst den Skin auswählen. Der ist ganz unten. Hier ist er. Auch hier mit Vorschaubild. Schön in diesem Türkisblau. Nehmen wir den mal aus. Und auch da gibt es so ein Kosmetik-Profile. Bin mal gespannt, wie das von der Farbe ist, weil wir hatten ja schon Bumpy-Mods uns angeguckt. Und da waren die Farben dann teilweise nicht ganz perfekt. Aber mal gucken, wie das hier sein wird. Wir brüten den aus und lassen den mal frei. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Wurde das Model angepasst? Das Bein sieht so komisch aus beim Laufen. Seht ihr das hier? Ich glaube nicht, dass das beim Original Anki der Fall ist. Der hier hat ja auch so... Was ist das denn, das Schwarze?
Okay, die Vorderbeine sehen wirklich weird aus. Das finde ich ganz komisch gerade. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beim Original Anki so sind, aber Bambi wird hier jetzt auch schon ordentlich gejagt. Das geht hier ja ruckzuck. Aber kein Wunder bei diesen ganzen Fleischfressern. Ach, das war nur... Diese schwarzen Punkte waren gerade nur irgendwie ein Schattenfehler. Jetzt sind die weg. Aber ihr habt die gerade gesehen, ne, was ich meinte. Das ist irgendwie so ein Schattierungsfehler. Die laufen hier durcheinander, okay. Gar kein Problem. Ja, der Kampf geht jetzt hier schon direkt los gegen Toro. Jetzt konnten wir gar nicht groß vergleichen. Aber mir ist hier beim Pausieren aufgefallen, dass das Model sich ganz komisch verzerrt, wenn es sich bewegt. Seht ihr das hier? Sieht echt komisch aus. Auch hier vorne. Und auch natürlich die Beine sehen komisch aus. Also hier wurde das Model ja seltsam angepasst. Also es gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich sagen, wenn sich das alles so komisch bewegt. Und dann natürlich auch noch hier diese Schattierungsfehler, die wir vorhin gesehen haben. Naja, das ist nicht ganz so sauber. Aber ich finde die Farbe nicht schlecht. Kann man eben ein Originalbild einblenden. Oder zwei. Weil bei Bumpy ist es immer schwer einzuschätzen, gerade auch von den Lichtverhältnissen. Auf einigen Bildern sieht dann super türkis aus, dann wieder ein bisschen bläulicher. Ich glaube, so von meinem Erachten her hätte es noch ein bisschen türkiser sein können, hier die Farbe. Aber ansonsten finde ich schon nicht schlecht, aber mich stört halt viel mehr, dass sich das Model so komisch bewegt und zerrt. Und jetzt aber erstmal im Kampf gegen Toro. Der erste Keulenhieb hat auf jeden Fall gesessen. Und auch der zweite. Boah, das war mal Knockout. Da liegt Toro. Toro Nummer 1. Ich habe jetzt auch hier ein Original-Anki mal freigelassen. Und da seht ihr, da ist das in den Bewegungen nicht so, wenn er zuhaut. Dass das so komisch aussieht. Vorne hier mit den Beinen. Und auch der Körper verzerrt sich nicht so. Also irgendwas ist da ein bisschen schief gelaufen. Aber dieser andere Anki macht jetzt gerade Dämon-Toro fertig. Das war's. Aber das ist echt schade. Also da hätte ich mir gewünscht, dass es einfach... Kämpfen die da auch? Nee. Dass es einfach das Originalmodel ist und dann nur der Skin angepasst wird, weil ja, dass das dann so komisch teilweise aussieht, ist natürlich doof, ne? Wahrscheinlich wollte der Modder halt das möglichst nah ans Original anpassen, auch von der Größe und so her. Oh, falscher Knopf. Aber ich glaube, größentechnisch ist das noch ein bisschen unterschiedlich. Der hier ist, glaube ich, ein bisschen größer. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht sehen wir die gleich nochmal nebeneinander. Von oben sieht es fast gleich aus. Sehr, sehr schwer einzuschätzen gerade. Ja, ich würde sagen, mein Fazit für das Modpaket ist, dass es wirklich sehr, sehr gelungen ist. Bis auf Bumpy. Bumpy gefällt mir nicht ganz so gut. Aber ein sehr umfangreiches und tolles Modpaket kann ich nur empfehlen. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.